Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. In der letzten Folge sind wir aus dem dunklen Kerkerloch endlich entkommen. Und ja, ich denke mal, dass wir jetzt mit dem Schiff wieder zurückreisen sollen. Zumindest sollen wir uns wieder auf zurück machen. Frage ist nur... Wieso zeigt er mir an, dass ich dahin soll? Hä? Muss ich das verstehen? Ich muss doch wieder auf die Seite, oder nicht? Ich bin ein wenig verwirrt. Ich guck mal eben erstmal hier. Ob der da eventuell jetzt umswitcht. Nee, er zeigt mir immer noch an. Boah, ich kann ja gar nicht vernünftig gucken. Ich kann mich gar nicht drehen. Hallo. Moment, wo sind wir denn jetzt? Irgendwo konnte man doch Ziele. Da. Wir müssen das Licht von Alfheim erlangen und den schwarzen Atem zerstreuen, um den Berg zu erreichen. Jetzt, da wir das Licht von Alfheim im Bifrost eingeschlossen haben, können wir nach Midgard zurückkehren und unsere Reise auf dem höchsten Gipfel fortsetzen. Ja, das meine ich doch. Da müssen wir tatsächlich... Hier sind wir mit dem Alpha-Zeichen, ne? Da müssen wir tatsächlich wieder zurück. Was ist denn das hier? Zum Kompass hinzufügen. Okay. Keine Ahnung, was das heißt. Da müssen wir tatsächlich hier wieder zurück, ja? Das ist ja der Ring. Ja, okay. Verstehe ich jetzt nicht, weil wir ja von da aus eigentlich los sollten. Aber okay. Dann fahren wir halt wieder dahin zurück, wo wir gerade waren. Gab es denn hier irgendwas, wo wir durch... Ach, ja? Nee, das ist doch Erde da vorne. Oder können wir da durch? Ach, da können wir durch... Na, okay, okay. Das verwirrt einen ein wenig. Vielleicht auch nur mich. War sie nicht? Wer? Na, sie. Nein, war sie nicht. Als würde es dir etwas bedeuten. Pass auf, was du sagst, Junge! Bis die Reise vorüber ist, muss sich einer von uns konzentrieren. Halte mein Schweigen nicht für fehlende Trauer. Trauere, wie du willst. Und überlass meine Trauer mir. Tut mir leid. Ich wusste nicht. Nein. Woher auch? Du weißt nicht, wie ich bin. Ich weiß, es war nicht leicht. In dem Licht waren für mich nur Minuten vergangen. Falls dich das irgendwie tröstet. Das ist gut zu wissen, wirklich. Also, gehen wir zurück nach Midgard, zum Schwarzen Atem? Oder meinst du, hier gibt's noch mehr zu sehen? Soll ich da jetzt drauf antworten? Also bei mir im Questtagebuch stand's im Schwarzen Atem. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Das sind die, okay. Halt, stopp. Stopp, stopp. Ach so, ich kann... Ah. Das ist ja doof. Kann man hier nicht irgendwo anlegen? Ich würde das gerne mal kaputt machen da oben. Ach so, ja. Wir müssen sowieso hier anlegen. Messerscharf erkannt. Ich bin bekannt für meinen Blick für Details. Ihr seht aus, als bereitet ihr euch auf eine lange Reise vor. Kann ich da hoch? Hm.
Aber ich komme da so nicht ran, ne? Ich sehe das Ding jetzt auch gar nicht mehr. Mit dem Wasser. Hm. Na gut. Dann werden wir erstmal hier der Story weiterfolgen. Müssen wir jetzt hier rum? Nee. Moment, der verwirrt mich jetzt hier gerade ein bisschen. Jetzt ist es auf einmal wieder da. Hä? Hä? Willst du mich veräppeln? Wo soll ich denn jetzt hin? Ich kenne einen Ort, an dem ihr vielleicht brauchbare Schätze findet. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber der verwirrt mich jetzt hier, wenn ich dem folge. Aber das war doch, glaube ich, hier, oder? Ja, ja, ja. Wie kamen wir denn wieder zu der Hexe? Das war doch irgendwie... Moment, da ist die Truhe. Vater, ich muss dir etwas beichten. All diese Stimmen in meinem Kopf. Also das war nicht das erste Mal. Als wir Brock getroffen haben, warnte mich sein Tier vor etwas, das sich in den Bäumen versteckte. Deshalb wollte sie nicht hinüber. Hat sie dir das gesagt? Naja, ich konnte fühlen, was sie gefühlt hat, wovor sie Angst hatte. Hm. Wenn das nochmal passiert, erzähl's mir. Verstanden? Versprochen. Ja, was der nicht alles schon versprochen hat. Er hat auch versprochen, die Klappe zu halten. Das hat er auch nicht hingekriegt. Junge, Junge, Junge. Moment, hier müssen wir rein, oder? Das sieht gut aus. Schätzchen, wir sind zu Hause. Hallo? Müssen wir hier rein? Ja, ne? Was jetzt? Wir haben das Licht. Auf nach Midgard. Auf nach Midgard. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Ganze funktioniert. Aber wir laufen hier einfach... Ach nee, Moment. Wir können ja auch dem Ziel entgegenlaufen. Das wäre vielleicht einfacher. Oder auch nicht. Ich dachte, von hier kann man das irgendwie aktivieren. Wie ging denn das? Ach, jetzt... Ich bin maximal verwirrt. Okay. Wieso war das gerade nicht da? So, drücken Sie Y, um nach Midgard zurückzukehren. Ja. Verrückte Vorstellung, dass alle Welten am gleichen Ort existieren. Eine über der anderen. Hier können wir reisen, ohne uns zu bewegen. Hallo? Hallo? Da. Okay. Was ist mit dem hier eigentlich? Das können wir nicht... Okay. Schätzelein, ich bin zu Hause. Brock! Wir waren in einer anderen Welt und trafen deinen Bruder. Halt, falsche Reihenfolge. Hast du den Schwachkopf etwa an deine Klinge gelassen? Hm? Du weißt, dass er sein Können verloren hat. Plötzlich hat es ihn verlassen. Wollte mich mit runterziehen. Hat er unser Mädchen versaut? Im Gegenteil. Auch ein blinder Schweinfurz gelegentlich mal etwas Trüffel aus. Aber weißt du, was wirklich zählt? Beständigkeit. Und die trieft bei mir aus allen Öffnungen. Was hast du gemacht? Verbessert.
Gut, wenn ihr fertig seid, muss ich euch um etwas bitten. Worum geht es? Da ist dieser Alchemist, Antvari. Er hat in den Völlunder-Minen gearbeitet. Hab schon seit vielleicht 100 Winter nichts mehr von ihm gehört. Ist wohl tot, aber vielleicht könnt ihr ihn ja finden. Er ist ein Zwerg wie ich. Trägt einen hübschen grünen Ring. Schuldet mir den Gefallen. Sucht ihr ihn? Wenn es auf unserem Weg liegt. Oh, hab schon verstanden. Nicht der Typ, der ihm das umsonst macht, oder? Na schön. Wenn ihr Antvari findet, soll euch was Besonderes herstellen. Dieser Zugangstein sollte euch in diese Minen bringen. Okay. Seele aus zweiter Hand. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Für etwas, was er uns zusammenbraut. Für was denn? Aus welcher Welt hat's euch hierher verschlagen? Lasst mich raten. Auf Heim? Richtig geraten. Den Geruch erkenne ich überall. Hab früher viel Zeit dort verbracht. Aber das darf ich jetzt nicht mehr wegen des Zwischenfalls. Was ist passiert? Weiß ja nicht, ob dein alter Herr es gut findet, wenn ich es dir erzähle, weil Fluchen und Stehlen und Hurerei damit zu tun hatten. Was? Richte nicht über mich. Ihr seid's doch, die nach Alp stinken. Da werden einfach Erinnerungen wach. Jetzt hau ab! Meine Arbeit macht sich auch nicht von allein. Geht es noch? Okay, dann würde ich fast sagen, wenn er sagt, er möchte uns da irgendwas zusammenbrauen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wichtig ist. Das sind die Alten, oder? Ja klar, ist ja auch abgeschlossen. Aber, hier, Seele aus zweiter Hand. Aber Brock hat uns gerade den Zugangsstein zu den Minen gegeben. Vielleicht sollten wir mal einen Blick riskieren. Okay, verfolgen. Machen wir das einfach mal. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert. Kennst du noch den Weg zurück zum Schwarzen Atem? Na klar, wir müssen über die Brücke zum Vanaheim-Turm gehen. Gehen wir zum Schwarzen Atem oder sehen wir uns um? Deine Wahl. Ja, normalerweise würde ich jetzt eigentlich stur der Hauptstory folgen, aber... Da, an der Torstatue sind wir vorbeigerudert, als wir von der Hexe kamen. Und welche Richtung ist das? Oh, oh. Es ist Vormittag, die Sonne ist da drüben, also... Ist das Süden? Südwesten? Gut. Dann mal los! Los da! Bin soweit! Sind die so schnell? Weg von meinem Jungen! Ja, ne? Bin ich auch. Was soll das? Gegner erledigt. Schweinerei. So. Die hatten wir uns ja schon mal angeguckt. Dann gehen wir jetzt mal hier den Zwerg suchen. Nee, hä? Da soll man hin. Oder? Sieh mal, die Magie der Hexe verdeckt die Hohnstangen noch. Das spart uns Zeit. Oh, ich wollte das jetzt gerade lockern. Ist es gut, dass es zu ist? Ach, das sind diese Giftdinger, ne? Ah. Ach nee, ich bin hier schon wieder. Oh. Was haben wir denn hier? Da brauchen wir jetzt so einen Kristall für. Hier
Ist aber nicht so ein Kristall gewesen, oder? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ups, falsche Taste. Komm mal mit, wir müssen mal gucken, ob da irgendwo ein Kristall war. Das Ding kann ich runterholen, aber ich glaube nicht, dass da ein Kristall war. Gehen wir jetzt eigentlich dem richtigen Weg hinterher? Weil ich hatte das ja jetzt extra Mach angemacht. Dich bereit, Junge! Oh, oh! Habt ihr Interesse, ihn euch anzusehen? Was war das denn gerade? Vor allen Dingen so hässliche Wölfe. Hallo? Hey, warte auf mich. So. Nee, aber der führt uns doch jetzt wieder zu dem Berg hoch. Na toll. Genau da wollte ich ja gerade nicht hingehen. Naja, gut, jetzt sind wir einmal hier. Finde ich aber jetzt doof. Aber wo ist die Hexe? Ich dachte, ich sehe die wieder, wenn ich zurückkomme. Vater, könnte ich sie jetzt tragen? Nein. Aber... Ich sagte nein. Ist gut. Will er mir meine Axt klauen, oder was? Geht das noch? Du hast deinen Bogen. Du hast einen super coolen Bogen mit Elfenmagie oder so. Er hat das Gesicht in den Berg gemeißelt. Das weißt du sicher besser als ich. Danke. Jetzt sei vorsichtig. Sorglosigkeit kostet uns nur Zeit. Klar. Und mit Unterleben. Aber der ist ja auch direkt ins Schwarze reingeprescht, als wir das letzte Mal da waren. Was machen wir? Wir schauen, ob die Hexe recht hatte. Ach so, sag doch einer, dass ich mich bewegen muss. Sie hatte recht. Komm, bringen wir es zu Ende. Das ist der Nachteil, wenn die Spielegrafik genauso wie die Videografik aussieht. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas. Da oben ist was Rotes, das ist nicht gut. Rot ist immer ein Warnsignal. Oder in dem Fall könnte ja auch ein Chest sein, aber... Okay, ich darf mich nicht mehr dahin umdrehen. Boah, dauert das lange, bis der da durch ist. Der Weg da vorne ist blockiert. Dann klettern wir. Ja, das Licht von Alfrei. Da kommen wir anscheinend wieder schnell runter zurück. Na gut, und der ist blockiert, da können wir jetzt so auch nicht hin. Das ist richtig. Gut, dann klettern wir. Hat er ja schon gesagt. Gucken. Mutter meinte, die Riesen hätten die Berge von Midgard oft besucht, bevor sie verschwanden. Verschwanden. Ja, sie waren eines Tages einfach weg. Niemand weiß warum. Vielleicht sind sie zurück in ihre Heimat. Nach Jötunheim? Vielleicht. War das Gesicht im Berg wohl die Ehrung eines Riesens? Vielleicht war es der Riese selber. Wer weiß.
Hol das Licht raus. Mund, wir sind da. Mehr schwarzer Atem. Und diesmal bin ich drauf vorbereitet. Diesmal gehe ich direkt weiter. Hoffe ich mal, dass uns ein Riese freundlich gesonnen ist. Hirsch? Von einem Riesen mit Hirschkopf habe ich noch nie gehört. Wer kann das sein? Oh mein Kein Weg Gott. Rüber, aber das ist eine Sandschale. Ich ahne Schreckliches. Okay. Nichts. Oder ich muss das... Nein, brich mal ab, bitte. Ich muss wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob das dann zurückgeht. Ja, natürlich geht es dann zurück. Da müssen wir die wahrscheinlich vorher tauschen. Ist hier noch irgendwas? Ich will nämlich jetzt hier nichts auslösen. Oh, was ist denn da links? Mann, beweg dich doch. Hallo. Hat der mich jetzt erschreckt? Los da! Dann los! Ich wusste, dass da was kommt. Gut gemacht. Das heißt aber normalerweise auch, dass da irgendwas ist, was wir gut gebrauchen können. Mal schauen. Oh. Oder auch nicht. Das war's nicht. Okay. Schätze, wir müssen erst irgendwas machen. Oh, wie ist der denn darauf gekommen? Ja, das frage ich mich auch gerade. Da müssen wir den gar nicht von rechts nach links machen. Dann brauchen wir nur den zweiten. Ha! Dieser Ort muss den Riesen wichtig gewesen sein. Offenbar prüfen sie uns. Wieso muss ich X nach da machen? Ja, das sieht gut aus. Ne, finde ich auch. Was steht da? Kein Ochs am Joch, kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf, hat mich je gekannt. Hm. Okay. Wir kümmern uns erstmal um das Ding hier. Schauen, ob das irgendwas bringt. Hat nichts gebracht. Anscheinend nicht. Ich kann jetzt aber auch nicht anvisieren. Ich kann auch nichts anvisieren. Das ergibt keinen Sinn. Irgendetwas fehlt. Doch, das ergibt Sinn. Schau mal hin, Kleiner. Das sind Runen. Das wusste ich zwar vorher nicht, aber ich tue jetzt einfach mal so, als ob. Kannst du es auch lesen? Ach, du musst X drücken. Jetzt willst du einmal was trinken? Ist das die Antwort? Freiheit. Klar, das passt. Kann ich jetzt einfach loslassen oder muss ich irgendwas machen? Weil ich kann kein B drücken. Los da! Hallo. Junge. Du sollst eigentlich nur da reinschreiben. Mehr will ich gar nicht von dir. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Hallo. Ich kann kein B drücken. Ich kann nicht mehr nach vorne. Leute. Das kann ich noch drücken. Wenigstens etwas. Hallo. Ja, die nachfolgenden Teile, ups, können sich nur um Stunden verschieben. So, noch nicht mal meine Superpower kann ich irgendwie drücken oder so. Was ist das denn jetzt? Ist das jetzt verbuggt oder was? Hallo?
Ja. Keine Ahnung, was das soll. Also ich meine, ich kann mit ihm schießen. Das ist auch das Einzige. Ich kann... Ich habe jetzt alle Tasten gedrückt mittlerweile. Ich kann nicht mehr... Klar, Frelze. Ich habe jetzt fünfmal ungefähr das gleiche gedrückt und jetzt funktioniert es. Keine Ahnung. Oh, ich dachte eher an eine Brücke. Deine Riesen wollen uns noch weiter prüfen. Ja, ehrlich gesagt habe ich auch erstmal an eine Brücke gedacht, aber okay. Die dunklen Höhlen durchqueren. Das heißt aber, dass wir da jetzt nicht rankommen. Ja, wahrscheinlich kommen wir da später dran, wenn wir von der anderen Seite aus hingehen, nehme ich mal an. Kann man jetzt hier nur irgendwas drücken? Vermutlich nicht, ne? Er hat jetzt endlich mal reingeschrieben. Ja, ich würde ja gerne weitermachen, aber da wir schon auf eine halbe Stunde fast zugehen, würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.